Marie! Ich weiß schon. Wie immer. Moin, Herr König! Komme gleich! Heinrich, wie oft habe ich dir gesagt, du sollst nicht so pfeifen? Kleiner Ausgleich für das hier. Aber ich bitte dich, der steht dir doch blendend. Heinrich, du siehst immer noch sehr gut aus. Immer noch? Ja, ja, das ist ein Kompliment. Aber trotzdem musst du dir mal einen Kött oder einen Stresemann kaufen. Smoking ist einfach unmöglich bei so einem Mann. Das langt mir schon. Ich lasse keine Vogelscheuche aus mir machen. Aber du bist doch wie geschaffen für den Abend, also. Hör auf, Marie. Komm mal vor wie ein zweiter Oberkellner. Sag mal, bist du nicht stolz auf dich? Heute die neue Halle, demnächst das neue Haus. Ach, ich weiß nicht, Marie, unsere alte schöne Wohnung. Ich sehe einfach den Grund nicht ein, warum wir hier ausziehen. Weil wir uns das einfach schuldig sind. Auch du musst gelegentlich mal repräsentieren und die Kinder brauchen Platz. Außerdem müssen wir unser Geld anlegen. Wer weiß, wozu es gut ist. Bist du nie darauf gekommen, wie maßlos anstrengend das alles ist? Früher haben wir viel weniger gearbeitet und dann war alles so gemütlich. Ach komm, Heinrich, es macht dir doch Freude, Erfolg zu haben. Was? Ach, ich weiß nicht. Der Erfolg bringt immer nur Unannehmlichkeit. Und denn dieses Haus. Das wird dir großartig gefallen. Also du alles hochmodern, von den Möbeln bis zum Kaffeeservice. Ja, ja, ja. Drahtgeflecht im Rücken. Alles Glas, dass man sich vorkommt wie ein Goldfisch im Aquarium. Und dann das Geschirr, das Porzellan. Wenn man das streng ansieht, dann geht es sofort kaputt. Und du heb mir meine alte Tasse auf, die mit dem Sprung. Die alte Tasse. Und denn der Ohrensessel. Der Ohrensessel. Ja, nur wein wir erst mal ein. So habe ich die Ehre, bla bla bla. Du solltest eigentlich dabei sein. Ich muss mich ums Haus kümmern, sonst wären die nie fertig. Halt, meine Tasche. Wo ist denn Dieter? Dieter im Werk. Und Jürgen und Helga? Die schlafen noch. So, um 9. Da bin ich schon wieder müde. Na, Helga war auf einer Party und Jürgen hat Semesterferien. Aber heute Abend, Heinrich, da sind wir vollzählig versammelt. Freust du dich auf die Feier? Ich kann es gar nicht erwarten. Also Skat spielen kannst du nicht. Trotzdem wird es ein gelungener Abend werden. Ich will es hoffen. Tschüss, mein Schatz. Tschüss, Majerchen. Toi, toi, toi für Halle 9. Was ist sonst noch los? Opfer eines seltsamen Racheaktes ist der Standesbeamte Ralph Virgin aus Philadelphia. Am kommenden Wochenende erwartet er einen Einwohner der Stadt, den er vor 4 Jahren getraut hatte. Der Mann erscheint regelmäßig an seinem Hochzeitstag und verabreicht dem Beamten wortlos eine Ohrfeige. Na, und sonst? Vereinigte Schmelzkäse haben auch im vergangenen Jahr wieder mit Verlust gearbeitet. Das stimmt. Na? Charsky, was meinen denn Sie? Na, Chef, vielleicht sollten wir kaufen. So? Naja, das wollen wir uns aber mal sehr gut überlegen. Ja, 9.30 Uhr Empfang hier in der Direktion, 10 Uhr Einweihung der Halle, 19.30 Uhr Feier bei Randl. Aber die Einladungen an die Wirtschaftsredaktion sind doch längst rausgegangen. Ich versuche immer wieder drauf rein. Na, Herr Valentin, wie geht's? Guten Morgen, Herr Direktor. Sagen Sie mal, wie lange kennen wir uns eigentlich? Aber ich müsste Ihnen sehr dringend sprechen. Ausgerechnet heute. Wir haben eine Einweihung. Aber es handelt sich um eine wichtige Mitteilung. Also gut, Herr Schwendi, er muss jeden Augenblick kommen. Danke. Ja, sehen Sie, die Zeiten waren damals noch besser. Also, tschüss, mein Lieber. Wiedersehen, Herr Direktor. Herr Dr. Schneidemühl, sehen Sie doch mal auf Ihrem Schreibtisch nach. Weißer Umschlag DIN A5. Sehen Sie? Ja, das schaffen Sie noch. Wiederhören, bis gleich.
Nein, danke, keine Blumen für mich. Ich werde ja nicht eingeweiht, sondern die Halle. Ich versichere Ihnen, Herr Jacquet, wir fangen pünktlich an. Der Chef ist schon auf dem Gelände. Ja, bis gleich. Morgen. Morgen, Herr Direktor. Oh, Donnerwetter. Vielen Dank. Ja, alles in Ordnung? Bisher ja. Ihr Cocktail sind vorbereitet, die Festschrift ist geliefert. Sehr hübsch geworden, aber in der Herstellung doch teurer, als wir dachten. Aha. Abends müsste eigentlich auch alles klappen. Hier ein paar Zahlen aus der Geschichte der Königwerke, falls Sie das Führerräder brauchen. Also ohne mich würde der Laden hier wunderbar weiterlaufen, aber ohne Sie, also da wären wir schön aufgeschmissen. Ist denn sonst noch was? Herr Schwendig, Generalvertreter von Mokka Fit, es sei dringend. Aber das sieht nicht gut aus, ne? Guten Morgen, Herr Schwendig. Guten Morgen, Herr Direktor. Ich darf Ihnen wohl gleich zum stolzen Ehrentag gratulieren. Danke, hoffentlich nehmen Sie das als Anlass für eine vorzeitige Lieferung. Ja, das ist es ja gerade, Herr Direktor. Was? Sie wollen aber damit nicht sagen, dass sich die Lieferung verzögert? Genau so ist es. Herr Schwendig, in 8 Wochen muss ich die Kaffeerösterei in Betrieb nehmen. Ja, wozu habe ich die neue Halle gebaut? Das Kaffeesortiment. Das ist ein Bestandteil unseres Lieferungsprogramms. Wann wollen Sie die Maschinen aufstellen? In 4 bis 5 Monaten, dann aber bestimmt. Was ist das Ihr Ernst? Herr Direktor. Herr Schwendig, ich habe mich so auf Sie verlassen. Wir haben immer betont, dass wir für termingerechte Lieferungen nicht garantieren können. Das nützt mir nichts, das nützt mir gar nichts. Oh, wissen Sie, was mich das kostet? Das kostet mich über 100.000, kostet mich das, aber... Da weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Ob ich das verkrafte, das weiß ich. Herr Direktor, was ist Ihnen denn so? So reden Sie doch! Das ist nur das Herz. Fräulein, kommen Sie schnell. Um Himmels Willen, ein Glas Wasser! Herr Direktor, so fassen Sie sich doch! Herr Schwendi, was ist hier vorgefallen? Danke, es geht ja schon. Ich hoffe, Sie haben ihn nicht aufgeregt. Ja, es ist meine Schuld. So fassen Sie sich doch, Herr Direktor. Ich verspreche Ihnen hoch und heilig, dass wir zum vereinbarten Termin liefern werden. Wir stellen die Maschinen ganz gewiss pünktlich auf. Wir werden den anderen Auftrag eben hinauszögern. Ja, danke schön, danke schön. So, nun müssen Sie ihn bitte allein lassen, ja. Herr Schwendi. Er braucht strengste Ruhe. Ich müsste mir ein Leben lang folgen. Gute Besserung, Herr Direktor. Nun machen Sie mal schnell eine Aktennotiz, dass die Rösterei pünktlich geliefert wird. Ja, ist gut. Herr Direktor, ja. Das ist schon der 3. Herzanfall in diesem Jahr. Sie sollten sparsamer damit umgehen. Es könnte sich nämlich herumsprechen. Mahagoniflügel, 130 Jahre alt, besonders schön, repräsentatives Instrument an Liebhaber abzugeben. Wozu denn? Bei uns spielt ja doch keiner. Na, dann wirst du es eben lernen. Wofür? Na, wenn wir zum Beispiel Gesellschaft haben, unten in der Halle. Das stelle ich mir unerhört attraktiv vor. Du am Mahagoniflügel. Partys, dafür ist der Plattenspieler da, nicht ich. Wie wär's denn mit einem Beichtstuhl als Hausbar? Beichtstuhl? Ja, heutzutage möbliert man sich fromm. Beichtstuhl als Hausbar? Hm. Das gefällt mir auch nicht. Aber hier. Gotische Madonna, Ulmer Stilkreis mit Gutachten. Du immer mit deinen Antiquitäten. Eine hübsche, moderne Einrichtung und aus. Aber nein, seit neuestem hast du es ja mit alten Klamotten. Alte Klamotten, die gehören eben in ein modernes Haus. Genau die Worte von Herrn Michelbach. Aber in diesem Haus soll doch nicht der Architekt wohnen, sondern wir, Mama. Alle neuen heißt sie ja wohl und die bringt mich unweigerlich auf den Gedanken. Dass es mal mit einem Grünkramladen angefangen hat. Smoking? Auch eine Möglichkeit. Ach, ich bin ja wohl nicht passend genug angezogen. Also du reißt das ja wieder raus, nicht wahr? Also, da kann ich mir schon einen kleinen Schnitzer erlauben. Was gibt's denn? Ach, Vater, die Gäste heute sind lauter wichtige Leute für uns. Bitte denk dran. Was meinst du? Sie könnten, sagen wir, deine spezielle Art leicht missverstehen. Also, auf Deutsch, ich muss mich anständig benehmen. Schämst du dich für deinen Vater? Natürlich nicht. Aber deine Auffassung von Humor, die Herren könnten dein Benehmen in die falsche Kehle kriegen. Beruhige dich, ich werde mir Mühe geben und werde dir keine Schande machen. Verstehst du?
Mensch, Heinrich, du siehst aus wie ein verfetterter Eintänzer. Und du wie ein alter Pavian. Wollen wir beide uns nicht in der Landwirtschaft bewerben, als Vogelscheuchen? Da brauche ich gar nicht mitmachen, das schaffst du ganz allein. Morgen, ihr Herren. Ja. Na, alles bereit für die große Stunde? Es geht doch gleich los, oder? Ja. Nun geht runter und empfangt sie, ich warte im Konferenzraum. In Ordnung, Heinrich, halt die Ohren steif. Ja. Donnerwetter, die teuersten, die aufzutreiben waren, was? Natürlich. Sonst denken die Herren, es steht schlecht um die Firma. Also meinetwegen, aber ich leiste mir sowas höchstens zum Geburtstag. Falsch, Sie müssen sich nur mal an Ihr Geld gewöhnen. Aha, das ist aber deprimierend. Sie meinen, man sollte so leben, wie es dem Umsatz entspricht? Sonst denken die Leute, es stimmt was nicht. Ja. Charlotte, die kommen. Sehen Sie mal. Unser Dr. Rehweil, der macht sich gut als Empfangschef. Ah, Direktor Jacquet. Der hat's ganz schön weit gebracht. Das Allernötigste hat er jedenfalls. Zu Hause goldene Bestecks und die Tanganyika eine Farm. Also, ich schätze ihn mindestens auf 3 Millionen. Das ist Direktor Schneidemühl. Der hat keine 3 Millionen, aber dafür hat er 3 Scheidungen. Wenn Sie wüssten, was ich über Sie denke. Was ist dann? Daher, ja. Jetzt geht Kalligkeit ran. Das ist Direktor Rotter und Frau, unsere Kreditgeber. Er hat bestimmt mehr Angst davor, dass wir mal Konkurs machen, als wir selber. Die Herren von der Presse, wenn die wüssten, dass wir nicht mal ein kaltes Buffet haben. Sehen Sie mal Dieter. So eine gute Figur habe ich selbst in seinem Alter nicht gemacht. Der wird die Königwerke mal ganz anders repräsentieren als ich. Unsere Architekten Ebele mit Frau Gräts BDA. Wenn Ihre Halle heute zusammenkracht, dann liegen Sie wenigstens selbst mit unter. Grauenvoll. Wenn nur jetzt alles vorbei wäre. Sie kommen gleich herein. Also dann los. Wenn Sie das überstehen? Charlotte, es kommt ja oft besser, als man denkt. Willkommen, mein Herr. Ah, der Großmann persönlich. Darf man schon gratulieren? Guten Morgen, gnädige Frau. Guten Morgen, Herr Lotze. Ja, kommen Sie herein. Aber nicht doch. Guten Morgen, gnädiges Fräulein. Guten Morgen, Herr Lotze. Ja? Ich sehe, Sie sind im Aufbruch begriffen und ich wollte nämlich nur... Ja, haben wir unsere Miete nicht überwiesen? Doch, doch. Das ist es ja gerade. Sehen Sie mal. Ja? Sie backen noch gar nicht. Ich hätte gedacht, das wäre die höchste Zeit für den Möbelwagen. Herr Lotze, wir sind noch nicht so weit. Bitte. Nun, ich dachte, in diesen Tagen wäre der Umzug ins neue Haus fällig. Das haben wir auch gedacht. Aber Sie wissen ja, wie es auf dem Bau zugeht. In 8 Wochen, hoffe ich, sind wir soweit. Gnädige Frau, wenn ich darauf hinweisen dürfte. Nächste Woche kommen die neuen Mieter. Wie bitte? Das ist völlig unmöglich. Morgen am Tage setzt sich in Lindau am Bodensee der Möbeltransport in Bewegung. Ja, wir können einfach nicht umziehen. Die Fußböden sind ja noch nicht mal gelegt. Nun hatte der Herr Direktor König fest für diesen Termin zugesagt. Ich kann doch den neuen Mieter nicht im Hof zelten lassen. Nein, Herr Lotze, das können Sie nicht. Ich werde die Handwerker zu größtmöglicher Eile antreiben. So eine Feier ist für mich immer ein bisschen gefährlich. Aber da ist ja die neue Halle. Halle 9 heißt sie. Und die erinnert mich unweigerlich daran, dass es mal mit einem Grünkramladen in Königsberg angefangen hat. Laden, na, sagen wir besser Keller. Als meine Mutter und ich den Kaufpreis von 600 Mark hinterlegten, da blieben uns nur noch 80 Mark in bar. Und für das nächste Jahr ist auch nicht viel mehr dabei rausgekommen. Dann kam Inflation und Wirtschaftskrise. Nur das haben wir ja alle durchgemacht. Oder vielleicht nicht alle, aber... 45 haben wir denn alles verloren, wie die meisten. Aber ich glaube, das war gut. Denn sonst würde ich wahrscheinlich heute noch Salatköpfe sortieren. Vielleicht hätte er dabei bleiben sollen. Finden Sie? Kennen Sie den Reingewinn, den er im letzten Jahr gemacht hat? Nein. Man spricht von... Donnerwetter. Aber mit jeder Pleite habe ich doch Erfahrungen gesammelt. Ich bin dann schlauer geworden und habe die Würmer in der Nudelsuppe bald erkannt. Ich lernte dann noch ein paar andere Branchen kennen. Holzhandel, Eier- und Käseimport. Ich machte einen Fuhrbetrieb auf, eine Mitfahrerzentrale. Aber es wurde immer Lebensmittel und zuletzt dann Lebensmittelgroßhandel. In Hannover die Firmen. Die Läden gefielen mir nicht, die ich belieferte. Sie waren mir nicht modern genug.
Ich kaufte zwei auf und machte sie zu SB-Läden. Und dann noch zwei. Noch zwei. Und dann kamen die anderen Filialen in Deutschland hinzu. Und so wurden es denn die Königwerke mit 102 Feinkostring-Filialen. Ich glaube, Arbeit erhält jung. Sie sind sicher auch alle der Meinung. Aber Weiterentwicklung und Expansion gehört dazu, sonst können wir alle einpacken. Und darum weihen wir heute unsere Halle ein im 15. Jahre unseres Bestehens. Das nenne ich Tradition. Sie leiten doch Ihre Firma in vierter Generation. Und wenn ich versucht bin, ein wenig stolz zu sein auf diese 15 Jahre, so weiß ich trotzdem genau, dass Herr Direktor Schneidemühl sein Geschäft schon in der vierten Generation leitet. Trotzdem bitte ich Sie, mit mir das Glas zu erheben. Der kriegt den Ball an der linken Auslinie, läuft entlang, umspielt den rechten Verteidiger von denen und flankt dann in die Mitte zu dem Kallmann, dem Mittelschirmer. Und da kommt der linke Verteidiger und schlägt dem doch glatt die Beine unterm Leib weg. Das war faul, das ist Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Appetit, mein Herr. Danke, Herr König. Herr Sprössing. Ja, hier bin ich. Guten Morgen. Morgen, Frau König. Nächste Tür, bitte. Na? Was sagen Sie? Geht doch gut voran, was? Herr Sprössing, wann ist das Haus fertig? Oh, in etwa 4 bis 5 Wochen. Das kann doch nicht wahr sein. Also in 3 Wochen, aber das ist das Äußerste. Man muss eben vorsichtig schätzen, Sie verstehen ja, nee, aber rein optimistisch gesehen können Sie in 3 Wochen. Herr Sprössing, wir müssen am Montag einziehen. Wie bitte? Am Montag. Montag? Das ist ausgeschlossen. Das schaffe ich auch mit zusätzlichen Leuten nicht. Dann stehen wir auf der Straße. Aber... Wir müssen nämlich aus der Wohnung raus. Wir können jetzt nicht bleiben. Wir haben sie unseren Nachfolgern fest zugesagt. Und mein Mann geht um keinen Preis in ein Hotel. Ach du grüne Neune. Das ist ja ein Ding. Tja. Ja, dann kommen Sie nur am Montag. Dann ist soweit alles in Betrieb. Bloß wir sind dann bestimmt noch nicht drauf. Was denn? Sie sind dann alle noch hier? Hier links ist das Zentrallager. Also Diesel- und Benzinfahrzeuge dürfen hier nicht rein. Die Waren werden durch Hebebühnen hier draußen verladen. Da ist unser Butterlager. Käselager, Wurstlager für die Aufschnittbackerei. Hä? Dahinter ist das Kololager. Den Ausdruck benutzen wir für den ehrwürdigen Begriff Kolonialware. Das sind natürlich Waren von Fremdherstellern. Tee, Kaffee bis zu den Waschmitteln. Alles können wir auch nicht produzieren. Da hinten ist die Reparaturwerkstätte für unseren Fuhrpark. Da, der große Milchtanker, der da eben rausfährt. Ja, der hat einen großen Bauch. 18.000 Liter schluckt der Bursche mühelos. Das hier ist die Meierei, Milchabfüllung, Eiscreme, Margarineproduktion, Joghurt, Milchmixgetränke. Unsere Meierei hat natürlich eine eigene chemisch-bakteriologische Abteilung. Die Milch steht unter ständiger wissenschaftlicher Kontrolle, ja. Jetzt kommen wir in die Fleischerei. Da wird das gelieferte Fleisch zu Sortenfleisch ausgehauen, portioniert und verpackt. Alle Achtung. Ja, ja. Unser Sortiment besteht aus mindestens 3000 Artikeln. Oh. Seit neuestem auch Nicht-Lebensmittel. Also auch wie für Küche und Herd. Und am Rande Kinderspielzeug. Und dann auch Textilien. Hemden, Strümpfe, das wird besonders gerne in den SB-Läden, in den Selbstbedienungsläden gekauft. Ja, und hier haben wir Spedition und den Fuhrpark. Hier was anderes los. Kann doch nicht zaubern. Was kann ich denn dafür? Ist er krank oder ich? Das ist ja zum verrückt werden. Ja, ich kann ja nicht mehr als ihn anrufen und ihn fragen, ob er kommen will, oder? Entschuldigen Sie mal, meine Herrschaft, ich bin gleich wieder da. Mach weiter, komm. Nein, Sie können nicht allein fahren. Entschuldigung. Aber jeden Tag passiert hier was. Da hätten wir also die Kühlhalle. Da drinnen herrschen 18 Grad Celsius. Aber dauern Sie sich an. Ich kann doch keinen Fahrer aus dem Boden stampfen. Was denn hier los? Guten Morgen, Herr Direktor. Moin. Der Zug kann nicht los. Der Fahrer fehlt. Was heißt das? Welcher Fahrer? Schulz, Herr Direktor. Eine Gallenkolik. Wir haben eben die Nachricht bekommen. Und konnte man Sie nicht früher benachrichtigen? Da ist wohl ein Streik ausgebrochen. Ach wo. Der Chef schlichtet Auseinandersetzungen persönlich. Ist da was passiert? Ach, keine was. Sorge, meine Herrschaften. Der Herr Direktor kümmert sich eben selbst um jede Kleinigkeit. Ja. Die Frau sagt, sie hätte keine Zeit gehabt, eher anzurufen. Sie musste eine Stunde suchen, bis sie einen Arzt fand. Und nun? Die anderen sind schon alle unterwegs. Außerdem sind wir im Augenblick sowieso knapp. 3 Mann krankgeschrieben
Und Urlaubszeit ist auch. Naja, ich würde ja allein fahren. Die Tour ist ja an einem Tag zu schaffen, aber es ist eben gegen die Vorschrift. Ja, das ist gegen die Vorschrift. Was machen wir denn nun? Ich kann ihn nicht allein losschicken. Wir hatten schon mal einen Kladderdatsch, als nach einem Unfall das Schichtenbuch nicht stimmte. 30.000 Mark Schaden und die Versicherung hat sich geweigert zu zahlen. Aha. Frischfleisch? Ja. Ich fahre. Sie, Herr Direktor? Ja, ja, oder haben Sie vielleicht den Führerschein Nummer 2, Herr Jankowski? Leider nein. Bleibt uns doch gar nichts anderes übrig. Dann machen Sie mal die Papiere fertig. Aber Dalli, der Wagen sollte vor einer Stunde schon draußen sein. Den Schlitten fahren? Meine Herren, ein bedauerlicher Zwischenfall macht mein persönliches Eingreifen notwendig. Ich bitte Sie, dafür Verständnis zu haben. Herr Kallikeit wird mich vertreten. Heinrich, na das soll doch... Sie haben gehört, meine Herrschaften, ein bedauerlicher Zwischenfall. Ich habe die Ehre, den Herrn Direktor persönlich zu vertreten. Jetzt ist er fein raus. Aber das ist doch unmöglich, das kann er doch nicht machen. Hier, die Papiere, Herr Direktor. Fein. Hals und Beinbruch, Herr Direktor. Danke. So was habe ich noch nicht erlebt. Meine Herrschaften, in wenigen Minuten findet die Eröffnung der neuen Halle statt, zu der wir uns pünktlich einfinden wollen. Ich darf Sie also nochmals bitten, mir zu folgen. Wie heißen Sie? Hansen, Herr Direktor. Den Direktor lassen Sie mal weg. Wie lange sind Sie denn schon bei uns? Knapp ein Jahr. Oh. Na und? Gefällt es Ihnen? Na ja. Kommt ganz auf den Beifahrer an. Ja, gut. Na, geht dir noch ganz gut, Herr König. Hab ich auch bloß 18 Jahre ausgesetzt. Nur mit dem Raufschalten. Also passen Sie auf, eine längere Schaltpause und dann zweimal auskuppeln. Dann kratzt er nicht mehr. Haha, prima. Geht schon besser. Wird schon werden. Aus welchem Kloster der entlaufen? Smoking! Vielleicht ist irgendwo Fernfahrer bei. Mensch, Hansen, Ihren Beruf müsste man haben. Wie viele Filialen beliefern wir denn heute noch? Acht, Herr König. Wie viele Kilometer sind denn das? 300 und ein paar zerquetschte. Donnerwetter. Da können wir ja leider vor heute Abend nicht zu Hause sein. Nee, ausgeschlossen. Zigarette? Anrauchen. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Doch, Dieter hat eben angerufen. Er ist ausgerissen wie ein kleiner Junge. Gerade heute. Ausgerechnet. Damit sind wir gesellschaftlich erledigt. Wirtschaftlich wahrscheinlich auch. Also, wir müssen sofort was unternehmen. Ja, was denn? Na, die Filialen anrufen, die Sie beliefern. Die Rasthäuser verständigen, die Autobahnstreifen anrufen. Er muss auf alle Fälle her. Ach, wieso? Die Einweihung ist doch vorbei. Na, und der Abend? Ja, natürlich. Heute Abend muss er hier. Wenn er nicht zur Feier da ist, können wir einpacken. Dieter, Peter und Kallikeit kommen ja gleich rüber. Du, das ist gut. Dann können wir besprechen, was zu tun ist. Moin. Morgen. 400 Liter, ein bisschen Luft nachsehen, ja? Ja.
Ja, ja. Ach so. Dann werde ich mal die Sache von meinem Kollegen Schulz ausleihen. Ja, klar, Moment. Hol mal die Klamotten raus. So, hier. Na, niemand passen, ne? Ja, klar schon. Donnerwetter. Stinkfeine Firma, was? Die zeigen, was sie haben. Wart ihr bald alle im Smoking? Na klar, meiner ist nur eine Reinigung. Wir hatten nämlich eine Reifenpanne. Alle Achtung, ihr seid aber vornehm geworden. Wieso nicht? Bei dem Umsatz? So? Das kann ja heiter werden. Ja, und der da, ist der neu bei euch? Ja, seit heute. Und gleich als erster Fahrer? Beziehung zur Direktion. Ah, Protektionskind, verstehe. Ein Patzke, wa? Nee, gar nicht, du mein Lieber. Ein prima Kumpel. Dufter Kerl. Sag mal, was Neues auf der Strecke? Ja, 8 Kilometer vor Bremen ist Gegenverkehr. Da kommt eine neue Fahrbahndecke. Und eine Verkehrskontrolle nach der anderen. Die Jungs wollen es heute mal wieder ganz genau wissen. Naja, das werden wir auch überstehen. Was gibt's denn mit deinem neuen Motor? Na, bisher gut. Ich meine, wir pflegen ihn ja auch gehörig, ne? So, wie denn das? Ja, zu jeder Tankvollung 3 Löffel Billimol. Das verhindert übermäßigen Motorverschleiß. Aha. Und ins Kühlwasser kommen Tabletten rein, verstehst du? Damit er keinen Wasserstein ansetzt. So, so. Ja, ja, und ins Getriebe. Da kommt ein ganz neues Mittel. Das bindet die Säure im Öl. Du, da würde ich aber aufpassen. Wieso? Sonst kriegt er eine Tablettenvergiftung. Also, Roger, wie steht's denn? Womit? Mann, wir haben 300 Liter getankt, da musst du ein bisschen was ausspucken, ne? Ja, kleine Vergütung. Ja, ja, oder ein Frühstück. Ah, einen schönen Gruß an Ermer und die soll ich was direkt machen. Verwirklichen dann. Komm mal, also, mach's gut, Hansen. Und grüß mir deinen Playboy, ne? Werde ich machen. Mahlzeit. Ja. Nanu. Fällt doch zu sehr auf, aber mit der Zeit setz sich das durch. Was, Jung? Fertig, 400 Liter. 400. So. Und das ist für Sie. Oh, danke. Und gute Fahrt, die Herrschaften. Dankeschön. Na, Hansen, dann machen wir mal wieder. So, im nächsten Rasthaus, da werde ich wohl noch nicht mehr auffallen, was? Na, die Klamotten sehen ja schon besser aus. Aber? Naja, den Tankwart, den brauchen Sie nicht unbedingt zu siezen. Und dann Trinkgeld, das sind ja ganz neue Sitten. Die meisten verlangen sogar nach Rabatt fürs Tanken. Das tut mir leid. Da kann man mal sehen, wohin einen die Jahre bringen können. Na, lass mal. Das schaffst du schon. Dankeschön. War natürlich ziemlich eisig. Eine Einweihung ohne Bauherrn ist ja wohl auch nicht allzu häufig, wie? Er lädt sie ein, sie kommen und er haut ab. Und ich ohne Konzept für eine Rede. Ich glaube, ich habe noch nie so gestottert. Das war einfach unmöglich. Die Gesichter hättest du sehen sollen. Es war ihnen beinahe wörtlich anzusehen, was sie dachten. Ja, die Herrschaften waren etwas pikiert. Die Gesichter hätte man fotografieren müssen. Also ich finde das alles nicht witzig. Vaters Verhalten ist einfach unseriös. Unmöglich. Diese Eskapade schadet unserem Renommee erheblich. Leute, deren Firmen 100 oder 200 Jahre bestehen, schauen ohnehin auf uns herab und deklarieren uns als Neureiche. Diese Ansicht unterstützt er natürlich mit solch unpassenden Scherzen. Walter, bist du auch Dieters Ansicht? Tja, um den nächsten Kredit werden wir uns wohl woanders bemühen müssen als bei der Finanzbank. Es gibt doch nicht nur die eine. Jürgen, es war unverantwortlich. Ich weiß schon heute, wie man über uns reden wird. Er hat uns alle unmöglich gemacht. Ich kann mich doch nirgendwo mehr blicken lassen. Überall wird man über uns tuscheln, in den Geschäften, auf Partys, auf dem Tennisplatz. Wenn ich erscheine, werden sie über meinen Vater dumme Anspielungen machen. Wirklich reizende Aussichten. Was die Leute sagen, sollte uns eigentlich egal sein. Nimmst du ihn vielleicht noch in Schutz? Du wirst staunen, ja. Aber vorhin hast du doch selbst gesagt... Ja, vorhin. Aber wenn man euch so hört, ändert man eben seine Meinung. Und vor allem muss ich leider feststellen, meine Kinder haben keinen Humor. Im Gegensatz zu ihrem Vater. Ja, das finde ich auch. Ich bin ganz deiner Meinung. Billigst du seine Extratour vielleicht noch? Also billigen kann ich sie nicht. Aber ich habe Verständnis dafür. Das geht doch wohl etwas weit. Ich weiß, dass ihr gegen euren Vater seid. Aber das zeigt nur, wie wenig ihr ihn kennt. Mami, wir sollen unseren Vater nicht kennen. Lächerlich. Kannst du mir vielleicht eine Begründung für sein Verhalten geben? Hältst du es vielleicht für seine Pflicht, uns im Stich zu lassen und 15 Tonnen Querrippe, Bug und mageres Flankenstück durch die Gegend zu kutschieren? Vielleicht macht es ihm Spaß. Bravo, es macht ihm sogar bestimmt Spaß. Danke, Jürgen. Marie. Also, Marie, ich muss schon sagen, das ist denn doch... Also, Herr Mann, nicht dein Ernst. Nicht das ganz nein, nein, nein. Also, bitte Ruhe.
Ihr findet jetzt eure Mutter auch unmöglich. Meinetwegen. Ihr habt eben nicht die Zeiten miterlebt, wo wir Kartoffelpuffer aus Kartoffelschalen gebraten haben, in Lebertran statt in Öl. Und ihr könnt euch nicht an die Zeit erinnern, als eures Vaters Bauchumfang halb so groß war wie heute. Na ja, du vielleicht. Darum verstehe ich dich umso weniger. Was hat er denn heute noch? Nur Pflichten. Also gönnt ihm den Tag. Lasst ihn sich mal wegstehlen, wenn ihm danach zumute ist. Euer Vater ist einfach nicht für Konferenzen geboren. Der muss auch mal zupacken können. Und jetzt verbitte ich mir, dass er ihn bevormundet wie ein Zehnjährchen. Dich meine ich auch. Sehr gut, Marie. Sieh mal, wir wollten doch nur... Das ist bestimmt Papi. Ich gehe. König? Majelchen, ich bin's. Heinrich, du lebst noch. Warum soll ich denn nicht leben? Na, wenn du so ein Ungetüm fährst, du bist doch ganz aus der Übung. Aber geht schon wieder großartig. Ich fahre ja schon die zweite Schicht. Das ist wundervoll, Heinrich, aber du kommst jetzt sofort zurück. Ja, nun, das ist leider nicht gut möglich. Ich bin ja 200 Kilometer von euch entfernt. Na, und noch mehr. Wir haben noch 5 Filialen zu beliefern. Die warten doch auf uns. Und wir warten auf dich, Papi. Und du treibst sie auf dem Lastwagen rum. Und wir müssen ausziehen. Was denn? Majelchen, heute? Nicht heute. Aber Montag, und das ist schlimm genug. Heinrich, bitte sieh zu, dass du zum Fest zurück bist, sonst sind wir erledigt. Naja, werde sehen, was ich machen lässt. Kopf hoch, Majelchen. Du weißt doch, das kommt ja oft besser, als man denkt. Hoffentlich. So ein Gaumer. Was ist, kommt er? Ja, sobald er kann. Sobald er kann. Ja, ich muss ins Werk zurück. Na, dann nehme ich mal mit. Ich bringe euch raus. Na? Oh, ungnädig. Du hast ja nie Zeit für mich. Du, das liegt an der neuen Halle. Dein Vater hält seine Mitarbeiter in Atem, Helgerchen. Das Hirn kannst du dir auch sparen. Du gehst ja auch zu deinen Jazzabenden, da hast du Zeit. Heute Abend. Du kommst doch heute Abend. Da bin ich überhaupt nur für dich da. Gibt es eigentlich eine Programmeinlage? Ja, Fräulein Dunja Radoja singt jugoslawische Volkslieder. Von Jazz verstehen unsere Festgäste ja wohl nicht allzu viel. Und du? Ich. Ich begleite sie. Bis heute Abend, Helgerchen. Peter? Begleitest du sie eigentlich nur auf dem Flügel? Der PKW liegt auf dem Mittelstreifen, Räder nach oben. Die Polizei ist auch schon da und zieht den Fahrer durch das Fenster raus. Der Mann war am Kopf verletzt, das konnte man sehen. Sie schleppen ihn zum Streifenwagen, aber bevor sie losfahren, kommt ein Wachtmeister rausgeschossen und sucht so komisch auf der Fahrbahn rum. Ich fahre rechts Ransteig aus und frage ihn, was fehlt ihm denn eigentlich? Sagt der Polizist, das linke Ohr. Ihr braucht gar nicht so zu lachen, lasst euch mal die Löffel abreißen. Also, der Wachtmeister steigt ein und fährt los. Mir ließ die Sache aber keine Ruhe. Ich wink Oskar raus, wir stellen Warnlampen auf und suchen die Fahrbahn an. Und was soll ich euch sagen, nach 5 Minuten... Habt ihr das Ohr? Haben wir das Ohr. Nur weiter? Ja, wir also mit Karacho los. Dabei war gerade Geschwindigkeitsbegrenzung. Beim nächsten Kreiskrankenhaus vorgefahren, rein in die Ambulanz. Die reißen uns das Ohr aus den Händen und nähen das dem Mann wieder an. Und? Glaubst du das selber nicht? Saß wie angegossen. Naja, es sieht ja auch symmetrischer aus. Hallo Hansen, ich glaube, wir müssen los. Ja, wir auch. Lina! Ja, ich komme schon. Heißen Sie Lina? Ja. Sind Sie neu hier? Ja. Auf dieser Strecke möchte ich aber öfter zu tun haben. Oh, langsam, langsam. Da bin ich vorgemerkt. Ich möchte zahlen, bitte. Ja, das macht für Sie 2x Kaffee, 2x Bockwurst. Das sind 5,20 Mark. 5,70 Mark mit Bedienung. Hey, jetzt habe ich kein Kleingeld. Na, warte, ich mach. Nein, lass mal, bis abgebrannt, nicht? Das kenne ich. Nee, aber ich... Na komm, bis eingeladen. Das übernehme ich. Was macht das alles zusammen? Dann 13,70 Mark. 13,70 Mark. Stimmt so. Oh, danke. Gute Party, Herr. Danke. Und? Bleib mir treu, Lina. War's Ihnen auch? Ja. Na gut. Was war nett? Zu Hause bereut man ja nie, verheiratet zu sein, aber hier? Ja, das stimmt ja. Noch schönen Dank. Och was, freu mich doch immer, wenn ich einen neuen kennenlerne. Ist doch der schönste Job, nicht? Oder möchtest du irgendein Bürohengst sein, am Schreibtisch sitzen und Männchen malen? Um Gottes Willen. Also, mach's gut, ja? Tschüss.
Wiedersehen, Lina. Tschüss. Da, sieh mal da. Was hast du denn? Da, der Fernfahrer da. Ja, und was ist mit dem? Den kenne ich. Der war vor kurzem noch Fabrikbesitzer. Heinrich König. Hallo. Königwerk. Sag ihm doch guten Tag. Nee, das möchte ich nicht. Das kann ihm peinlich sein. Wahrscheinlich hat er Konkurs gemacht. Geht schnell heutzutage. Wirst du dich auch nicht? Ausgeschlossen, das ist er. Mein Gott, der Mann hat Millionen gehabt. Ja, wie gewonnen, so zerronnen. Guten Morgen, meine Damen. Guten Morgen. Morgen. Bitte? Ja, wir möchten uns gerne ein bisschen umsehen, wenn Sie nichts dagegen haben. Aber gern. Danke. Ein barocker Ritter. Hübsch wie der Bamberger Reiter zu Fuß. Und das da? Ein Heiliger aus dem Bodenseegebiet. Aha. Kostenpunkt? Nun, etwa 15.000 Mark. Also was Anständiges. Na, das ist schon ein annehmbarer Preis. Mhm. Und das da? Zwei westfälische Engel. Nein, nein, ich meine den da oben, an der Wand. Ein Barockengel. 60 Zentimeter Größe, süddeutscher Herkunft, um 1710. Jawohl, der gefällt mir. Wie findest du ihn? Oh, nicht unschick. Aber sagen Sie mal, 1710, ist er denn auch alt genug? Ich meine, haben Sie vielleicht einen, der noch älter ist? Zur Steinzeit gab es noch keine Barockengel in Ihrer Form. Danke, das kann ich mir vorstellen. Aber dreckig ist er. Ja, sehen Sie, eine Dreckkruste ist das Make-up der Antiquitäten. Die Jahrhunderte haben ihm Rouge aufgelegt. In der Kunst steht Schmutz unter Denkmalschutz. Ach so. Aber die vielen Löcher da im Holz, wo kommen denn die Löcher her? Ja, wenn man alt wird, kommt der Holzwurm. Und wenn man viel herumkommt... Sie meinen, er wechselt öfter den Besitzer? Ein Engel wird heutzutage viel herumgestoßen in der Welt. Ich habe ihn schon zum zweiten Mal. Zuletzt hat er eine sehr vorteilhafte Position über dem Betthimmel einer Schauspielerin. Oh. Rangloge sozusagen. Vermutlich könnte er Details erzählen. Sie reden von ihm, als ob er lebt. Er lebt, mein Fräulein. Tod ist kaum ein Gegenstand. Höchstens ein Staubsauger, der macht nur Krach. Aber sagen Sie, ist denn das auch eine Geldanlage? Gewiss. Ein Déjeuner-Service im Empire-Stil ist heute das beste Sparbuch. Generalvertreter stellen sich Madonnen auf die Musiktruhe. Atheisten beten Ikonen an. Vermutlich sind die Menschen heute so wenig fromm, dass sie sich zum Ausgleich dafür mit Heiligen umgeben. Ja, das ist gut möglich. Und was kostet er? 3.000 Mark. Nur 3.000? Ja, sollen wir nicht lieber den Bodensee-Heiligen nehmen? Aber dann müsste ich erst Vater fragen. Nein. Ich nehme den Engel und dann kann ich Ihnen auch gleich einen Scheck ausfallen. Schade. Wie bitte? Sagten Sie eben schade? Ich meine schade, dass Sie ihn kaufen. So verlässt er mich nun also wieder. Trennen Sie sich denn immer so ungern von Ihren Sachen? Wenn Sie mir ans Herz gewachsen sind. Ach so. Hier ist der Scheck. Vielen Dank. Und dürfte ich vielleicht auch noch um Ihre Adresse bitten? Meine Adresse? Aber Sie denken doch... Nein, ich bitte Sie. Nein, nein, nicht. Nur... Ach so, jetzt verstehe ich. Sie wollen ihn mal besuchen. Einmal nur, ob er sich auch wohlfühlt. Aber ja, kommen Sie nur. Und hier, da ist unsere neue Adresse. Haben Sie keine Angst. Er wird sich wohl bei uns fühlen. Dankeschön. Übrigens, Kompliment. Von allen Filialen, die wir hier geliefert haben, gefällt mir diese hier am besten. Ich meine, soweit ich das beurteilen kann. So, meinen Sie. Andere scheinen das nicht zu finden. Wie meint denn das? Ich habe doch diesen Laden hier hochgebracht. In einem knappen Jahr. Vorher waren hier Inventurverluste bis zu 3.000 Mark. Und jetzt stehen wir in der Inventursicherheit an erster Stelle. Keine 0,2% Verlust. Ich komme in diesem Jahr auf die volle Leistungsprämie. Außerdem kommen wir in die beste Inventurklasse her. Nur noch alle 3 Monate. Das ist doch großartig.
Sie werden noch Karriere machen in der Firma. Ich kündige demnächst. Wieso denn? Weil das ein Laberbetrieb ist. Kein Vorschlag, also kein Sortimentsvorschlag, den ich an die Kontrolleure oder Inventuristen weitergebe, wird in der Zentrale beachtet. Zum Beispiel meine Frau ist in Kassel, im Hotelfach. Denken Sie vielleicht, mein Versetzungsgesuch an die dortige Filiale wäre genehmigt worden? Kein Gedanke. Nicht mal beantwortet hat man mir mein Gesuch. Unglaublich. Naja, die Zentrale, ein Sauladen und der Chef. Dann sind Sie mal vorsichtig. Der Chef wird Ihr Gesuch gar nicht in die Hand bekommen haben. Ist das vielleicht keine Schweinerei? Ein Boss ist nun einmal für seine Mitarbeiter verantwortlich. Und wenn er die falschen hat, gar kein gutes Zeugnis für ihn. Gar kein gutes Zeugnis. Das stimmt allerdings. Hat doch keine Ahnung, der König. Mehr Glück als Verstand, aber sonst. Wieso? Sonst würde er sich doch mehr um die Läden kümmern. Der Mann hat vielleicht noch was anderes zu tun. Ach was, der Bursche ist größenwahnsinnig. Nichts weiter. Tatsächlich? Tut sicher. Hier, schon wieder eine neue Halle eingeweiht. Der Betrieb wird immer aufgeblähter. Es wäre wichtiger, der Betrieb würde klappen. Klappt er denn nicht? Dann sehen Sie sich doch mal die Lieferung an. Ich habe dauernd Beanstandung. Da ist eine ganze Menge nicht verkehrsfähig. Die Salate gehen hoch. Eine Menge ist nicht ordnungsgemäß verpackt. Gewichtsdifferenzen und ein falscher Endpreis. Na, Kunststück. Wenn man eine Maschine einen falschen Kilopreis einstellt. Ist unglaublich. Aber ich schätze, das weiß der Chef gar nicht. Das ist es ja eben, wie immer. Da ist einer tüchtig und baut sich was auf. Und dann wächst das ihm über den Kopf und er verliert die Kontrolle. Und dann geht es auch meistens schief. Nach einer Weile. Also, meinen Sie? Das wäre aber schlimm, wenn Sie recht hätten. Wahnsinn, wir müssen weiter. Ja, bitte. So, dann passen Sie mal auf, ich werde mal im Berg nachstoßen. Vielleicht klappt es dann noch mit Ihrer Versetzung nach Kassel. Gottchen, Sie sind aber rührend. Wenn ich nicht einmal was erreiche. Hier, für den guten Willen. Oh, Dankeschön. Na, lassen Sie mal. Vielleicht hören Sie noch was über die Sache. Tschüss. Wiedersehen, Meister. Eigentlich schon. Gleich 7. Hoffentlich kommt Vater noch. Wenn er bis heute Abend nicht auftaucht, sitzen wir da wie bestellt und nicht abgeholt. Solche Streiche hat er schon vor 30 Jahren gemacht. Bist du gar nicht wütend auf ihn? Ivo. Wenn er nachher nach Hause kommt, so mit dem schlechten Gewissen, ist er besonders süß. Du verteidigst ihn auch immer. Wenn er so strenge Kinder hat? Diesmal kriegt er wirklich was von mir zu hören. Also ich an deiner Stelle würde nicht an die Strafpredigt denken, sondern froh sein, wenn dein Vater mit heilen Gliedern wieder nach Hause kommt. Jetzt machen wir mal die Kette zu. Mami, das kannst du doch heute Abend nicht tragen. Wieso? Warum denn nicht? Alle Damen kommen so hochkarätig wie möglich. Da kannst du doch nicht mit einer ärmlichen Bernsteinkette erscheinen. Ja, ich mache mich eben für deinen Vater schön. Und der liebt Bernstein. Also schön. Dabei verdient er es gar nicht. Wieso? Wahrscheinlich flirtet er gerade heftig. Mit wem denn? Na, so wie ich deinen Vater kenne, da fährt er jetzt die Autobahn entlang und zwischen ihm und dem Beifahrer sitzt das zauberhafteste Mädchen, das er unter den Anhalterinnen hat auftreiben können. Aber es muss ja auch Staubsaugervertreter geben, genauso wie es Bezirksschornsteinfegermeister gibt und Tubenfüller- und Schließmaschinenfabrikanten. Gut, mir geht's gut, man verdient. Aber wofür, sage ich immer? Triste Hotelzimmer, miese Menüs, dauert unterwegs. Frau in Lübeck, Freundin in Münster und bei keiner zu Hause. Übrigens vertrete ich gar keine schlechte Marke. Am meisten setze ich das Modell Amsterdam ab. Eleganter Bodenstaubsauger, zehnteilig, hohe Saugleistung durch wartungsfreien Universalmotor. Hören Sie zu, es ist gut. Ich nehme einen. Wie bitte? Ich nehme einen. Tatsächlich? Na bitte, gratuliere. Ein Mann, einen Schluss. Sieh, ich hatte mal einen Kunden, der sagte nach einer geschlagenen Stunde, nachdem ich ihm alles erklärt hatte, er wollte gar keinen. Hansen, Schluck Kaffee. Hast du auch so eine trockene Kehle? Ja, Chef, ich auch. Das kann man wohl sagen. 7:30. Jetzt fängt die Feier gerade an. Heidi Zimmer, du. Heidi Zimmer, du. Heidi Zimmer, Bella. Die harmonieren doch gut miteinander, nicht? Ach, Helga, du bist ja eifersüchtig. Wenn ich einen Grund dazu hab. Dann sei froh, wenn er sein Pensum an Frauen noch vor der Ehe erledigt. Ay, di demorado. Ay,
ti demo dušo. Čamac blovi bela rado, a krmar govori. Ihr seid ja schließlich nicht miteinander verheiratet. Aber bald. Und wenn er schon vorher... A krmar govori. Gibt er es denn zu? Natürlich nicht. Dann musst du ihm eben vertrauen. Ich überlege mir, ob ich Peter überhaupt noch heiraten möchte. Ich liebe ihn überhaupt nicht mehr. Was ich immer gesagt habe, die Verlobung war verfrüht. Man kann sich ja auch wieder entloben. Mein Kind, du bist zu jung zum Heiraten. Ach, andere sind in meinem Alter schon das erste Mal geschieden. Ai ti temo rado. Ai ti temo dušo. Wenn man erst den Mann seines Lebens hat, dann muss man sich mit ihm abfinden. Du meinst, es gibt überhaupt keine glücklichen Ehen? Natürlich gibt's das. Eine Ehe ist so lange glücklich, solange man nichts merkt. Vielen Dank. Bei euch ist das dann also auch so? Ach wo, bei uns ist das ganz anders. Früher hast du immer gesagt, die Treuherzigen wären die Schlimmsten. Treuherzig? Dein Vater ist doch nicht treuherzig. Dein Vater ist Vater. Und gestritten habt ihr euch auch nie? Und wie? Also das kann ich dir sagen. Zu einer guten Ehe gehört ein gesunder Sinn für Dramatik. Das belebt ungemein. Möchte nur wissen, womit Sie uns jetzt noch hinhalten wollen. Wenn er nicht bald erscheint, gehe ich. Aber das liest sich ganz verlockend. Essen kann ich auch woanders. Dieser Bougie ist spleenig wie ein Lord. Leider ist er nur keiner. Ich möchte nur wissen, wo er bleibt. Vielleicht war er irgendwo unterwegs eine Maurerstelle frei. Oder an einer Teermaschine ist ein Mann ausgefallen. Vermutlich kann er das alles auch und ist hilfreich eingesprungen. Peter, ihr wart wunderbar. Ja, großartig. Danke. Hoffentlich findet er noch Zeit, sich zu rasieren. Rasieren ist es sowieso schon höchste Zeit. Scheint mir ziemlich frostig hier. Das kann man mal sagen. Obwohl ganz gut geheizt ist. Ich glaube, es ist besser, wenn du dich links einordnest. Was denn? Nicht mehr nach Hause? Wir fahren gleich hin. Ich habe das Gefühl, die warten auf mich. Aber du musst dich doch noch umziehen. Ich weiß, ich weiß. Aber der kommt heute gar nicht mehr. Ja, Kinder, ich glaube, irgendwas muss jetzt geschehen. Ja, wir müssten etwas unternehmen. Dieter sollte reden. Meinen Sie? Unbedingt. Also dann, lieber Jürgen, der ist wenigstens charmanter. Charmant soll man auch noch sein. Ach, diese Kinder. Was ist denn hier? Oh, das wär's. Also dann... Warte, du musst noch das Schichtenbuch unterschreiben. Ah ja, richtig. Sag mal, soll ich noch zum Werk mit dem Kasten? Ah, boah, das ist doch nicht nötig. Nimm dir ein Taxi, fahr nach Hause. In Ordnung. Gute Nacht, Hans. Nacht, Chef. Übrigens, keine Angst. Wieso Angst? Ab morgen wieder Sie und Herr Direktor. Nein, das ist doch klar, nicht? Also, tschüss, Hansen. Tschüss. Ach, halt, Ihren Smoking hätten Sie fast vergessen. Das hätte noch gefehlt. Aber das ist doch, das geht doch nicht. Was bin ich schuldig? Eine Mark. Das stimmt so. Danke sehr. Was ist los? Namens, Herr Direktor. Ah, Scharski, Sie sind das. Gratuliere. Sie sehen aber zünftig aus. Finden Sie, ich muss mich noch umziehen. Oh, glauben Sie, das gibt einen Muskelkater? Bestimmt. Da soll ich rein? Ja, Chef. Ja, spart einem aber auch nichts. Halt! Was wollen Sie hier? Nein, nein. Da sind wir nicht ganz bei Trost, wie? Hier ist nicht St. Pauli. Ja, das weiß ich ja. Los, los, verschwinden Sie aber, Dalli. Hier ist kein Bumslokal, sondern eine Feierlichkeit. Da will ich ja hin. Ach, in dem Aufzug? Ich glaube, bei Ihnen piept's. Wer sind Sie denn überhaupt? Ich
bin der Gastgeber. Was? Ja, so. Ida, du bist es. Hat ihr schon angefangen? Was heißt ihr angefangen? Das Essen ist längst vorbei. Sag immer, soll das ein Witz sein? Hier findet kein Kostümfest statt, Vater. Nein, lass mir heute von dir die Laune nicht verderben. Daddy, ja. Gut siehst du aus. Du, dicke Luft. Mhm. Ja, jetzt habe ich mir gedacht, brauche ich die da drin? Ja, du brauchst sie. Ist da noch was zu retten? Denke schon. Dann ziehe ich mich schnell um. Papi, endlich darf die Dame, komm doch rein. Die Wagen. Nein, lass nur zwei Minuten. Namen allerseits. Der Fernfahrer. Fabi, was denn? Hallo, Marius. Heinrich, ich dachte, du bist tot. Siehst du, es kommt immer besser, als man denkt. Heinrich, du musst jetzt was sagen. Du musst dich irgendwie entschuldigen. Ja, richtig. Meine Damen und Herren, es tut mir leid, dass ich Sie habe warten lassen von heute Morgen 10 bis jetzt abends um 8. Und Sie haben auch wirklich das Recht, über mich ungehalten zu sein. Wenn ich Ihnen das nun erklären soll. Bei uns hieß es immer, die kleinsten Pflichten sind genauso ernst zu nehmen wie die großen. Denn sehen Sie, diese 8 Filialen, die wir heute beliefert haben, die haben nun keinen unzufriedenen Kunden. Und das ist ja auch in Ihrem Interesse, die Sie unserem Hause doch auf irgendeine Weise verbunden sind. Und darum bitte ich um Ihre Nachsicht. Hoffentlich fällt nicht mal der Pförtner im Werk aus. Immerhin, dann würde man ihn wenigstens auf dem Geländer antreffen. Ja. Und darum danke ich Ihnen, dass Sie mitgeholfen haben, die neue Halle ohne Ihren unseriösen, abwesenden Direktor zu eröffnen. Denn so ein Abstecher, der soll sich ja nicht wiederholen. Berichten Sie doch mal darüber. Wussten Sie überhaupt noch, wie so ein Ungetüm zu bedienen ist? Keine Ahnung. Es war mir nur klar, wenn die Bremsen versagen, dann muss ich gegen was Billiges fahren. Im Übrigen soll die neue Halle im Mittelpunkt stehen, nicht ich. Und darum bitte ich Sie, mit mir anzustoßen auf die neue Halle, auf die Königwerke, auf Ihre Freunde, auf Sie. Zum Wohl. Zum Wohl. Jetzt bist du doch wieder salonfähig. Ich hatte mich an die alte Kluft schon so gewöhnt. Ach, die hat so nach Dieselöl gerochen. Und das haben die Damen gar nicht so gerne, wenn sie mit dir tanzen, Heinrich. Soll ich? Ja, du musst. Also dann. Verstanden Sie? Wegen Frau? Darf ich bitten? Oh, gerne. Na komm, Herr, das ist ein bisschen. Den Tanz habe ich schon Herrn Kalikal versprochen. Tanz doch mit deinem schwarzen Glück. Thank you.
er da. Mach weiter, komm. Nein, Sie können nicht allein fahren. Entschuldigung. Aber jeden Tag passiert hier was. Da hätten wir also die Kühlhalle. Da drinnen herrschen 18 Grad Celsius. Aber dauernd sind die krank. Ich kann doch keinen Fahrer aus dem Boden stampfen. Was denn hier los? Guten Morgen, Herr Direktor. Moin. Der Zug kann nicht los. Der Fahrer fehlt. Was heißt das? Welcher Fahrer? Schulz, Herr Direktor. Eine Gallenkolik. Wir haben eben die Nachricht bekommen. Und konnte man Sie nicht früher benachrichtigen? Da ist wohl ein Streik ausgebrochen. Ach wo? Der Chef schlichtet Auseinandersetzungen persönlich. Ist da was passiert? Ach, keine was. Sorge, meine Herrschaften. Der Herr Direktor kümmert sich eben selbst um jede Kleinigkeit. Ja. Die Frau sagt, sie hätte keine Zeit gehabt, eher anzurufen. Sie musste eine Stunde suchen, bis sie einen Arzt fand. Und nun? Die anderen sind schon alle unterwegs. Außerdem sind wir im Augenblick sowieso knapp. Drei Mann krankgeschrieben und Urlaubszeit ist auch. Naja, ich würde ja allein fahren. Die Tour ist ja an einem Tag zu schaffen, aber es ist eben gegen die Vorschrift. Ja, das ist gegen die Vorschrift. Was machen wir denn nun? Ich kann ihn nicht allein losschicken. Wir hatten schon mal einen Kladderdatsch, als nach einem Unfall das Schichtenbuch nicht stimmte. 30.000 Mark Schaden und die Versicherung hat sich geweigert zu zahlen. Aha. Frischfleisch? Ja. Ich fahre. Sie, Herr Direktor? Ja, ja. Oder haben Sie vielleicht den Führerschein Nummer 2, Herr Jankowski? Leider nein. Bleibt uns doch gar nichts anderes übrig. Dann machen Sie mal die Papiere fertig. Aber Dalli, der Wagen sollte vor einer Stunde schon draußen sein. Den Schlitten fahren? Meine Herren, ein bedauerlicher Zwischenfall macht mein persönliches Eingreifen notwendig. Ich bitte Sie, dafür Verständnis zu haben. Herr Kallikait wird mich vertreten. Heinrich? Na, das soll doch... Sie haben gehört, meine Herrschaften, ein bedauerlicher Zwischenfall. Ich habe die Ehre, den Herrn Direktor persönlich zu vertreten. Jetzt ist er fein raus. Aber das ist doch unmöglich. Das kann er doch nicht machen. Hier, die Papiere, Herr Direktor. Fein. Hals und Beinbruch, Herr Direktor. Danke. Also, was habe ich noch nicht erlebt? Ja, meine Herrschaften, in wenigen Minuten findet die Eröffnung der neuen Halle statt, zu der wir uns pünktlich einfinden wollen. Ich darf Sie also nochmals bitten, mir zu folgen. Entlang und zwischen ihm und dem Beifahrersitz das zauberhafteste Mädchen, das er unter den Anhalterinnen hat auftreiben können. Aber es muss ja auch Staubsaugervertreter geben, genauso wie es Bezirksschornsteinfegermeister gibt und Tubenfüll- und Schließmaschinenfabrikanten. Gut, mir geht's gut, man verdient. Aber wofür, sage ich immer? Triste Hotelzimmer, miese Menüs, dauert unterwegs. Frau in Lübeck, Freundin in Münster und bei keiner zu Hause. Übrigens vertrete ich gar keine schlechte Marke. Am meisten setze ich das Modell Amsterdam ab. Eleganter Bodenstaubsauger, zehnteilig, hohe Saugleistung durch wartungsfreien Universalmotor. Hören Sie zu, es ist gut. Ich nehme einen. Wie bitte? Ich nehme einen. Tatsächlich? Na bitte, gratuliere. Ein Mann, einen Schluss. Sie, ich hatte mal einen Kunden, der sagte nach einer geschlagenen Stunde, nachdem ich ihm alles erklärt hatte, er wollte gar keinen. Hansen, Schluck Kaffee. Hast du auch so eine trockene Kehle? Ja, Chef, ich auch. Das kann man wohl sagen. Halb acht. Jetzt fängt die Feier gerade an. Heidi Zimmerado, Heidi Zimmerduscio, Heidi Zimmer Bella Rado, Dole. Die harmonieren doch gut miteinander, ne? Ach, Helga, du bist ja eifersüchtig. Wenn ich einen Grund dazu habe. Dann sei froh, wenn er sein Pensum an Frau noch vor der Ehe erledigt. Ai di demorado, ai di demoduscio, ciamaz blovi bella rado, a cur margovor. Ihr seid ja schließlich nicht miteinander verheiratet. Aber bald. Und wenn er schon vorher... A cur margovori. Gibt er es denn zu? Natürlich nicht. Dann musst du ihm eben vertrauen.
überlege mir, ob ich Peter überhaupt noch heiraten möchte. Ich liebe ihn überhaupt nicht mehr. Was ich immer gesagt habe, die Verlobung war verfrüht. Man kann sich ja auch wieder entloben. Mein Kind, du bist zu jung zum Heiraten. Ach, andere sind in meinem Alter schon das erste Mal geschieden. Ay, tite morado. Ay, tite moduscio. Wenn man erst den Mann seines Lebens hat, dann muss man sich mit ihm abfinden. Du meinst, es gibt überhaupt keine glücklichen Ehen? Natürlich gibt's das. Eine Ehe ist so lange glücklich, solange man nichts merkt. Vielen Dank. Bei euch ist das dann also auch so? Ach, wo, bei uns ist das ganz anders. Früher hast du immer gesagt, die Treuherzigen wären die Schlimmsten. Treuherzig? Dein Vater ist doch nicht treuherzig. Dein Vater ist Vater. Und gestritten habt ihr euch auch nie? Und wie? Also das kann ich dir sagen. Zu einer guten Ehe gehört ein gesunder Sinn für Dramatik. Das belebt ungemein. Kaffeeservice. Ja. Drahtgeflecht im Rücken. Und dann alles Glas, dass man sich vorkommt wie ein Goldfisch im Aquarium. Und dann das Geschirr, das Porzellan, wenn man das streng ansieht, dann geht es sofort kaputt. Und du heb mir meine alte Tasse auf, die mit dem Sprung. Die alte Tasse. Und denn der Ohrensessel. Der Ohrensessel. Ja, nur wein wir erst mal ein. So habe ich die Ehre, bla bla bla. Du solltest eigentlich dabei sein. Ich muss mich ums Haus kümmern, sonst wären die nie fertig. Halt, meine Tasche. Wo ist denn Dieter? Dieter im Werk. Und Jürgen und Helga? Die schlafen noch. So, um 9. Da bin ich schon wieder müde. Na, Helga war auf einer Party und Jürgen hat Semesterferien. Aber heute Abend, Heinrich, da sind wir vollzählig versammelt. Freust du dich auf die Feier? Ich kann es gar nicht erwarten. Also Skat spielen kannst du nicht. Trotzdem wird es ein gelungener Abend werden. Ich will es hoffen. Tschüss, mein Schatz. Tschüss, Majörchen. Toi, toi, toi für Halle 9. Was ist sonst noch los? Opfer eines seltsamen Racheaktes ist der Standesbeamte Ralph Virgin aus Philadelphia. Am kommenden Wochenende erwartet er einen Einwohner der Stadt, den er vor 4 Jahren getraut hatte. Der Mann erscheint regelmäßig an seinem Hochzeitstag und verabreicht dem Beamten wortlos eine Ohrfeige. Na, und sonst? Vereinigte Schmelzkäse haben auch im vergangenen Jahr wieder mit Verlust gearbeitet. Das stimmt. Na? Charski, was meinen denn Sie? Na, Chef, vielleicht sollten wir kaufen. So? Naja, das wollen wir uns aber mal sehr gut überlegen. Ja, 9.30 Uhr Empfang hier in der Direktion, 10 Uhr Einweihung der Halle, 19.30 Uhr Feier bei Randl. Aber die Einladungen an die Wirtschaftsredaktion sind doch längst rausgegangen. Ich falle doch immer wieder drauf rein. Na, Herr Valentin, wie geht's? Guten Morgen, Herr Direktor. Sagen Sie mal, wie lange kennen wir uns eigentlich? Aber ich müsste Ihnen sehr dringend sprechen. Ausgerechnet heute. Wir haben eine Einweihung. Aber es handelt sich um eine wichtige Mitteilung. Also gut, Herr Schwendi, er muss jeden Augenblick kommen. Danke. Ja, sehen Sie, die Zeiten waren damals doch besser. Also, tschüss, mein Lieber. Wiedersehen, Herr Direktor. Herr Dr. Schneidemühl, sehen Sie doch mal auf Ihrem Schreibtisch nach. Weißer Umschlag. Oh, das wär's. Also dann. Warte, du musst noch das Schichtenbuch unterschreiben. Ah ja, richtig. Sag mal, soll ich noch zum Werk mit dem Kasten? Ah, boah, das ist doch nicht nötig. Nimm dir ein Taxi, fahr nach Hause. In Ordnung. Gute Nacht, Hans. Nacht, Chef. Übrigens, keine Angst. Wieso Angst? Ab morgen wieder Sie und Herr Direktor. Na, das ist doch klar, nicht? Also, tschüss, Hansen. Tschüss. Ach halt, Ihren Smoking hätten Sie fast vergessen. Das hätte noch gefehlt. Aber das ist doch, das geht doch nicht. Was bin ich schuldig? Eine Mark. Das stimmt so. Danke sehr. Was ist los?
Guten Abend, Herr Direktor. Ah, Scharski, Sie sind das. Gratuliere. Sie sehen aber zünftig aus. Finden Sie, ich muss mich noch umziehen. Oh, glauben Sie, es gibt eine Muskelkarte? Bestimmt. Da soll ich rein? Ja, Chef. Ja, spart einem aber auch nichts. Halt! Was wollen Sie hier? Nein, nein. Da sind wir nicht ganz bei Trost, wie? Hier ist nicht St. Pauli. Ja, das weiß ich ja. Los, los, verschwinden Sie aber, Dalli. Hier ist kein Bumslokal, sondern eine Feierlichkeit. Da will ich ja hin. Ach, in dem Aufzug? Ich glaube, bei Ihnen piept's. Wer sind Sie denn überhaupt? Ich bin der Gastgeber. Halt. Ja, so. Dieter, du bist es. Hat die schon angefangen? Was heißt hier angefangen? Das Essen ist längst vorbei. Sag immer, soll das ein Witz sein? Hier findet kein Kostümfest statt, Vater. Nein. Lass mir heute von dir die Laune nicht verderben. Daddy, ja. Gut siehst du aus. Du, dicke Luft. Mhm. Ja, das habe ich mir gedacht, brauche ich die da drin? Ja, du brauchst die. Ist da noch was zu retten? Denke schon. Dann ziehe ich mich schnell um. Papi, endlich darfst du da bist. Komm doch rein. Die nein, nein, nein. Ach, nein. Nein, nein, lass nur zwei Minuten. Namen allerseits. Der Fernfahrer. Hallo, Marius. Heinrich, ich dachte, du bist tot. Siehst du, es kommt immer besser, als man denkt. Heinrich, du musst jetzt was sagen. Du musst dich irgendwie entschuldigen. Ja, richtig. Meine Damen und Herren, es tut mir leid, dass ich Sie habe warten lassen von heute Morgen 10 bis jetzt abends um 8. Und Sie haben auch wirklich das Recht, über mich ungehalten zu sein. Genau die Worte von Herrn Michelbach. Aber in diesem Haus soll doch nicht der Architekt wohnen, sondern wir, Mama. Alle 9 heißt sie ja wohl und die bringt mich unweigerlich auf den Gedanken. Dass es mal mit einem grünen Kramladen angefangen hat. Smoking? Auch eine Möglichkeit. Ach, ich bin dir wohl nicht passend genug angezogen. Also du reißt das ja wieder raus, nicht wahr? Also, da kann ich mir schon einen kleinen Schnitzer erlauben. Was gibt's denn? Ach, Vater, die Gäste heute sind lauter wichtige Leute für uns. Bitte denk dran. Was meinst du? Sie könnten, sagen wir, deine spezielle Art leicht missverstehen. Also, auf Deutsch, ich muss mich anständig benehmen. Schämst du dich für deinen Vater? Natürlich nicht. Aber deine Auffassung von Humor, dein... Die Herren könnten dein Benehmen in die falsche Kehle kriegen. Beruhige dich, ich werde mir Mühe geben und werde dir keine Schande machen. Verstehst du? Mensch, Heinrich. Du siehst aus wie ein verfetterter Eintänzer. Und du wie ein alter Pavian. Wollen wir beide uns nicht in der Landwirtschaft bewerben, als Vogelscheuchen? Da brauche ich gar nicht mitmachen, das schaffst du ganz allein. Morgen, ihr Herren. Ja. Morgen. Na, alles bereit für die große Stunde? Es geht doch gleich los, oder? Ja. Nun geht runter und empfangt sie, ich warte im Konferenzraum. In Ordnung, Heinrich, halt die Ohren steif. Ja. Donnerwetter, die teuersten, die aufzutreiben waren, was? Natürlich. Sonst denken die Herren, es steht schlecht um die Firma. Also meinetwegen, aber ich leiste mir sowas höchstens zum Geburtstag. Falsch, Sie müssen sich nun mal an Ihr Geld gewöhnen. Aha, das ist aber deprimierend. Sie meinen, man sollte so leben, wie es dem Umsatz entspricht? Sonst denken die Leute, es stimmt was nicht. Ja. Charlotte, die kommen. Sehen Sie mal. Unser Dr. Rehwein, der macht sich gut als Empfangschef. Ah, Direktor Jacquet. Der hat es ganz schön weit gebracht. Das Allernötigste hat er jedenfalls. Zu Hause goldene Bestecks und die Tanganyika eine Farm. Also, ich schätze ihn mindestens auf 3 Millionen. Das ist direkt der Schneidemühl. Der hat keine 3 Millionen, aber dafür hat er 3 Scheidungen. Wenn die wüssten, was ich über sie denke. Was ist dann? Daher, ja. Jetzt geht Kalligai dran. Das ist direkt der Rotter und Frau, unsere Kreditgeber. Er hat bestimmt mehr Angst davor, dass wir mal Konkurs machen, als wir selber. Die Herren von der Presse, wenn die wüssten, dass wir nicht mal ein kaltes Buffet haben. Sehen Sie mal, Dieter, so eine gute Figur habe ich selbst in seinem Alter nicht gemacht. Der wird die Königwerke mal ganz anders repräsentieren als ich. Unsere Architekten Ebele mit Frau Gräts BDA. Wenn Ihre Halle heute zusammenkracht, dann liegen Sie wenigstens selbst mit unter. Grauenvoll.
Wenn nur erst alles vorbei wäre. Sie kommen gleich herein. Oh, also dann los. Und gestritten habt ihr euch auch nie? Und wie? Also das kann ich dir sagen. Zu einer guten Ehe gehört ein gesunder Sinn für Dramatik. Das belebt ungemein. Ich möchte nur wissen, womit Sie uns jetzt noch hinhalten wollen. Wenn er nicht bald erscheint, gehe ich. Aber das liest sich ganz verlockend. Mal essen kann ich auch woanders. Hm. Dieser Bursche ist spleenig wie ein Lord. Leider ist er nur keiner. Ich möchte nur wissen, wo er bleibt. Vielleicht war er irgendwo unterwegs eine Maurerstelle frei. Oder an einer Teermaschine ist ein Mann ausgefallen. Vermutlich kann er das alles auch und ist hilfreich eingesprungen. Peter, ihr wart wunderbar. Ja, großartig. Danke. Hoffentlich findet er noch Zeit, sich zu rasieren. Rasieren ist es sowieso schon höchste Zeit. Scheint mir ziemlich frostig hier. Das kann man wohl sagen. Obwohl ganz gut geheizt ist. Ich glaube, es ist besser, wenn du dich links einordnest. Was denn? Nicht mehr nach Hause? Wir fahren gleich hin. Ich hab das Gefühl, die warten auf mich. Aber du musst dich doch noch umziehen. Ich weiß, ich weiß. Aber der kommt heute gar nicht mehr. Herr Kinner, ich glaube, irgendwas muss jetzt geschehen. Ja, wir müssten etwas unternehmen. Dieter sollte reden. Meinen Sie? Unbedingt. Achso, dann, lieber Jürgen. Der ist wenigstens charmanter. Charmant soll man auch noch sein. Ach, diese Kinder. Was ist denn hier? Oh, das wär's. Also dann. Warte, du musst noch das Schichtenbuch unterschreiben. Ah ja, richtig. Sag mal, soll ich noch zum Werk mit dem Kasten? Jawohl, das ist doch nicht nötig. Nimm dir ein Taxi, fahr nach Hause. In Ordnung. Gute Nacht, Hans. Nacht, Chef. Übrigens, keine Angst. Wieso Angst? Ab morgen wieder Sie und Herr Direktor. Nein, das ist doch klar, nicht? Also, tschüss, Hansen. Tschüss. Ach halt, Ihren Smoking hätten Sie fast vergessen. Das hätte noch gefehlt. Aber das ist doch, das geht doch nicht. Was bin ich? Direkt der Schneidemühle. Der hat keine 3 Millionen, aber dafür hat er 3 Scheidungen. Wenn die wüssten, was ich über sie denke. Was ist dann? Daher, ja. Jetzt geht Kalligkeit ran. Das ist direkt der Rotter und Frau, unsere Kreditgeber. Er hat bestimmt mehr Angst davor, dass wir mal Konkurs machen, als wir selber. Die Herren von der Presse, wenn die wüssten, dass wir nicht mal ein kaltes Buffet haben. Sehen Sie mal Dieter. So eine gute Figur habe ich selbst in seinem Alter nicht gemacht. Der wird die Königwerke mal ganz anders repräsentieren als ich. Unsere Architekten Ebele mit Frau Grätz, BDA. Wenn ihre Halle heute zusammenkracht, dann liegen sie wenigstens selbst mit unter. Grauenvoll. Wenn nur erst alles vorbei wäre. Sie kommen gleich herein. Na, also dann los. Wenn Sie das überstehen? Charlotte, es kommt ja oft besser, als man denkt. Willkommen, mein Herr. Ah, der Großmann persönlich. Darf man schon gratulieren? Guten Morgen, gnädige Frau. Guten Morgen, Herr Lotze. Ja, kommen Sie herein. Aber nicht doch. Guten Morgen, gnädiges Fräulein. Guten Morgen, Herr Lotze. Ja? Ich sehe, Sie sind im Aufbruch begriffen und ich wollte nämlich nur... Ja, haben wir unsere Miete nicht überwiesen? Doch, doch. Das ist es ja gerade. Sehen Sie mal... Ja? Sie backen noch gar nicht. Ich hätte gedacht, das wäre die höchste Zeit für den Möbelwagen. Herr Lotze, wir sind noch nicht so weit, bitte. Nun, ich dachte, in diesen Tagen wäre der Umzug ins neue Haus fällig. Das haben wir auch gedacht. Aber Sie wissen ja, wie es auf dem Bau zugeht. In 8 Wochen, hoffe ich, sind wir so weit. Gnädige Frau, wenn ich darauf hinweisen dürfte. Nächste Woche kommen die neuen Mieter. Wie bitte?
Das ist völlig unmöglich. Morgen am Tage setzt sich in Lindau am Bodensee der Möbeltransport in Bewegung. Ja, wir können einfach nicht umziehen. Die Fußböden sind ja noch nicht mal gelegt. Nun hatte der Herr Direktor König fest für diesen Termin zugesagt. Ich kann doch den neuen Mieter nicht im Hof zelten lassen. Nein, Herr Lotze, das können Sie nicht. Ich werde die Handwerker zu größtmöglicher Eile antreiben. So eine Feier ist für mich immer ein bisschen gefährlich. Aber das ist ja die neue Halle. Halle 9 heißt sie. Und die erinnert mich unweigerlich daran, dass es mal mit einem Grünkramladen in Königsberg angefangen hat. Laden, na, sagen wir besser Keller. Als meine Mutter und ich den Kaufpreis von 600 Mark hinterlegten, da blieben uns nur noch 80 Mark in bar. Und für das nächste Jahr ist auch nicht viel mehr dabei rausgekommen. Dann kam Inflation und Wirtschaftskrise. Nur das haben wir ja alle durchgemacht. Oder vielleicht nicht alle, aber... Ach so. Dann werde ich mal die Sache von meinem Kollegen Schulz ausleihen. Ja, klar, Moment. Holen wir die Klamotten raus. So, hier. Na, niemand passen, ne? Ich glaube schon. Donnerwetter. Stinkt meine Firma, was? Die zeigen, was sie haben. Wart ihr beide alle im Smoking? Na klar, meiner ist nur eine Reinigung. Wir hatten nämlich eine Reifenpanne. Alle Achtung, ihr seid aber vornehm geworden. Wieso nicht? Bei dem Umsatz? So? Das kann ja heiter werden. Ja, und der da, ist der neu bei euch? Ja, seit heute. Und gleich als erster Fahrer? Beziehung zur Direktion. Ah, Protektionskind, verstehe. Ein Patzke, wa? Nee, 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 gar nicht, du mein Lieber. Ein prima Kumpel. Dufter Kerl. Sag mal, was Neues auf der Strecke? Ja, 8 Kilometer vor Bremen ist Gegenverkehr. Da kommt eine neue Fahrbahndecke. Und eine Verkehrskontrolle nach der anderen. Die Jungs wollen es heute mal wieder ganz genau wissen. Naja, das werden wir auch überstehen. Was gibt's mit deinem neuen Motor? Na, bisher gut. Ich meine, wir pflegen ihn ja auch gehörig, ne? So, wie denn das? Ja, zu jeder Tankvollung 3 Löffel Billimol. Das verhindert übermäßigen Motorverschleiß. Aha. Und ins Kühlwasser kommen Tabletten rein, verstehst du? Damit er keinen Wasserstein ansetzt. So, so. Ja, ja, und ins Getriebe. Da kommt ein ganz neues Mittel. Das bindet die Säure im Öl. Du, da würde ich aber aufpassen. Wieso? Sonst kriegt er eine Tablettenvergiftung. Alter, Oje, wie steht's denn? Womit? Womit, Mann? Wir haben 300 Liter getankt, da musst du ein bisschen was ausspucken, ne? Kleine Vergütung. Ja, ja, oder ein Frühstück. Ah, einen schönen Gruß an Ermer und die soll ich was direkt machen. Herr Wittlichsen, dann. Also, komm mal, Jo. Also, mach's gut, Hansen. Und grüß mir deinen Playboy, ne? Werde ich machen. Mahlzeit. Ja. Nanu. Fällt doch zu sehr auf, aber mit der Zeit setz ich das durch. Was, Jung? Fertig. 400 Liter. 400. So. Das ist für Sie. Oh, danke. Und gute Fahrt, die Herrschaften. Dankeschön. Na, Hansen, dann machen wir mal wieder. So, im nächsten Rasthaus, da werde ich wohl noch nicht mehr auffallen, was? Na, die Klamotten sehen ja schon besser aus. Aber? Naja, den Tankwart, den brauchen Sie nicht unbedingt zu siezen. Und dann Trinkgeld, das sind ja ganz neue Sitten. Die meisten verlangen sogar noch Rabatt fürs Tanken. Das tut mir leid. Da kann man mal sehen, wohin einen die Jahre bringen können. Na, lass mal. Das schaffst du schon. Dankeschön. War natürlich ziemlich eisig. Eine Einweihung ohne Bauherrn ist ja wohl auch nicht allzu häufig, wie? Er lädt sie ein, sie kommen und er haut ab. Und ich ohne Konzept für eine Rede. Ich glaube, ich habe noch nie so gestockt. Das belebt ungemein. Ich möchte nur wissen, womit Sie uns jetzt noch hinhalten wollen. Wenn er nicht bald erscheint, gehe ich. Aber das liest sich ganz verlockend. Na, essen kann ich auch woanders. Hm. Dieser Bursche ist spleenig wie ein Lord. Leider ist er nur keiner. Ich möchte nur wissen, wo er bleibt. Vielleicht war er irgendwo unterwegs eine Maurerstelle frei. Oder an einer Teermaschine ist ein Mann ausgefallen.
Vermutlich kann er das alles auch und ist hilfreich eingesprungen. Peter, ihr wart wunderbar. Ja, großartig. Danke. Hoffentlich findet er noch Zeit, sich zu rasieren. Rasieren ist es sowieso schon höchste Zeit. Scheint mir ziemlich frostig hier. Das kann man wohl sagen. Obwohl ganz gut geheizt ist. Ich glaube, es ist besser, wenn du dich links einordnest. Was denn? Nicht mehr nach Hause? Wir fahren gleich hin. Ich hab das Gefühl, die warten auf mich. Aber du musst dich doch noch umziehen. Ich weiß, ich weiß. Aber der kommt heute gar nicht mehr. Herr Kinder, ich glaube, irgendwas muss jetzt geschehen. Ja, wir müssten etwas unternehmen. Dieter sollte reden. Meinen Sie? Unbedingt. Achso, dann, lieber Jürgen, der ist wenigstens charmanter. Charmant soll man auch noch sein. Ach, diese Kinder. Was will der denn hier? Oh, das wär's. Also dann... Warte, du musst noch das Schichtenbuch unterschreiben. Ah ja, richtig. Sag mal, soll ich noch zum Werk mit dem Kasten? Jawohl, das ist doch nicht nötig. Nimm dir ein Taxi, fahr nach Hause. In Ordnung. Gute Nacht, Hans. Nacht, Chef. Übrigens, keine Angst. Wieso Angst? Ab morgen wieder Sie und Herr Direktor. Nein, das ist doch klar, nicht? Also, tschüss, Hansen. Tschüss. Ach, halt, Ihren Smoking hätten Sie fast vergessen. Das hätte noch gefehlt. Aber das ist doch, das geht doch nicht. Was bin ich schuldig? Eine Mark. Das stimmt so. Danke sehr. Was los? Das ist schon ein annehmbarer Preis. Mhm. Und das da? Zwei westfälische Engel. Nein, nein, ich meine den da oben, an der Wand. Ein Barockengel. 60 Zentimeter Größe, süddeutscher Herkunft, um 1710. Jawohl, der gefällt mir. Wie findest du ihn? Oh, nicht unschick. Aber sagen Sie mal, 1710, ist er denn auch alt genug? Ich meine, haben Sie vielleicht einen, der noch älter ist? Zur Steinzeit gab es noch keine Barockengel in Ihrer Form. Danke, das kann ich mir vorstellen. Aber dreckig ist er. Ja, sehen Sie, eine Dreckkruste ist das Make-up der Antiquitäten. Die Jahrhunderte haben ihm Rouge aufgelegt. In der Kunst steht Schmutz unter Denkmalschutz. Ach so. Aber die vielen Löcher da im Holz, wo kommen denn die Löcher her? Ja, wenn man alt wird, kommt der Holzwurm. Und wenn man viel herumkommt... Sie meinen, er wechselt öfter den Besitzer? Ein Engel wird heutzutage viel herumgestoßen in der Welt. Ich habe ihn schon zum zweiten Mal. Zuletzt hat er eine sehr vorteilhafte Position. Über dem Betthimmel einer Schauspielerin. Oh. Rangloge sozusagen. Vermutlich könnte er Details erzählen. Sie reden von ihm, als ob er lebt. Er lebt, mein Fräulein. Tod. Tod ist kaum ein Gegenstand. Höchstens ein Staubsauger, der macht nur Krach. Aber sagen Sie, ist denn das auch eine Geldanlage? Gewiss. Ein Déjeuner-Service im Empire-Stil ist heute das beste Sparbuch. Generalvertreter stellen sich Madonnen auf die Musiktruhe. Atheisten beten Ikonen an. Vermutlich sind die Menschen heute so wenig fromm, dass sie sich zum Ausgleich dafür mit Heiligen umgeben. Ja, das ist gut möglich. Und was kostet er? 3000 Mark. Nur 3000? Ja, sollen wir nicht lieber den Bodenseeheiligen nehmen? Aber dann müsste ich erst Vater fragen. Nein, ich nehme den Engel und dann kann ich ihn auch gleich einen Scheck ausfüllen. Schade. Wie bitte? Sagten Sie eben schade? Ich meine schade, dass Sie ihn kaufen. So verlässt er mich nun also wieder. Trennen Sie sich denn immer so ungern von Ihren Sachen? Wenn Sie mir ans Herz gewachsen sind. Ach so. Hier ist der Scheck. Vielen Dank. Und dürfte ich vielleicht auch noch um Ihre Adresse bitten? Meine Adresse? Aber Sie denken doch... Nein, ich bitte Sie. Nein, nein, nicht. Nur... Ach so, jetzt verstehe ich. Sie wollen ihn mal besuchen. Einmal nur, ob er sich auch wohlfühlt. Aber ja, kommen Sie nur. Und hier, da ist unsere neue Adresse. Haben Sie keine Angst, er wird sich wohl bei uns fühlen. Ah,
Ja, das langt mir schon. Ich lasse keine Vogelscheuche aus mir machen. Aber du bist doch wie geschaffen für den Abend, also. Hör auf, Marie. Komm mir vor wie ein zweiter Oberkellner. Sag mal, bist du nicht stolz auf dich? Heute die neue Halle, demnächst das neue Haus. Ach, ich weiß nicht, Marie, unsere alte schöne Wohnung. Ich sehe einfach den Grund nicht ein, warum wir hier ausziehen. Weil wir uns das einfach schuldig sind. Auch du musst gelegentlich mal repräsentieren und die Kinder brauchen Platz. Außerdem müssen wir unser Geld anlegen. Wer weiß, wozu es gut ist. Bist du nie darauf gekommen, wie maßlos anstrengend das alles ist? Früher haben wir viel weniger gearbeitet und dann war alles so gemütlich. Ach komm, Heinrich, es macht dir doch Freude, Erfolg zu haben. Was? Ach, ich weiß nicht. Der Erfolg bringt immer nur Unannehmlichkeiten. Und denn dieses Haus. Das wird dir großartig gefallen. Also du alles hochmodern, von den Möbeln bis zum Kaffeeservice. Ja. Drahtgeflecht im Rücken. Und dann alles Glas, dass man sich vorkommt wie ein Goldfisch im Aquarium. Und dann das Geschirr, das Porzellan, wenn man das streng ansieht, dann geht es sofort kaputt. Und du heb mir meine alte Tasse auf, die mit dem Sprung. Die alte Tasse. Und denn der Ohrensessel. Der Ohrensessel. Ja, nur wein wir erst mal ein. So habe ich die Ehre, bla bla bla. Du solltest eigentlich dabei sein. Ich muss mich ums Haus kümmern, sonst wären die nie fertig. Halt, meine Tasche. Wo ist denn Dieter? Dieter im Werk. Und Jürgen und Helga? Die schlafen noch. So, um 9. Da bin ich schon wieder müde. Na, Helga war auf einer Party und Jürgen hat Semesterferien. Aber heute Abend, Heinrich, da sind wir vollzählig versammelt. Freust du dich auf die Feier? Ich kann es gar nicht erwarten. Also Skat spielen kannst du nicht. Trotzdem wird es ein gelungener Abend werden. Ich will es hoffen. Tschüss, mein Schatz. Tschüss, Majerchen. Toi, toi, toi für Halle 9. Was ist sonst noch los? Opfer eines seltsamen Racheaktes ist der Standesbeamte Ralph Virgin aus Philadelphia. Am kommenden Wochenende erwartet er einen Einwohner der Stadt, den er vor 4 Jahren getraut hatte. Der Mann erscheint regelmäßig an seinem Hochzeitstag und verabreicht dem Beamten wortlos eine Ohrfeige. Na, und sonst? Vereinigte Schmelzkäse haben auch im vergangenen Jahr wieder mit Verlust gearbeitet. Das stimmt. Na? Charsky, was meinen denn Sie? Na, Chef, vielleicht sollten wir kaufen. So? Naja, das wollen wir uns aber mal sehr gut überlegen. Ja, 9.30 Uhr Empfang hier in der Direktion, 10 Uhr Einweihung der Halle. An der Wand. Ein Barockengel. 60 Zentimeter Größe, süddeutscher Herkunft, um 1710. Jawohl, der gefällt mir. Wie findest du ihn? Oh, nicht unschick. Aber sagen Sie mal, 1710, ist er denn auch alt genug? Ich meine, haben Sie vielleicht einen, der noch älter ist? Zur Steinzeit gab es noch keine Barockengel in Ihrer Form. Danke, das kann ich mir vorstellen. Aber dreckig ist er. Ja, sehen Sie, eine Dreckkruste ist das Make-up der Antiquitäten. Die Jahrhunderte haben ihm Rouge aufgelegt. In der Kunst steht Schmutz unter Denkmalschutz. Ach so. Aber die vielen Löcher da im Holz, wo kommen denn die Löcher her? Ja, wenn man alt wird, kommt der Holzwurm. Und wenn man viel herumkommt... Sie meinen, er wechselt öfter den Besitzer? Ein Engel wird heutzutage viel herumgestoßen in der Welt. Ich habe ihn schon zum zweiten Mal. Zuletzt hat er eine sehr vorteilhafte Position über dem Betthimmel einer Schauspielerin. Oh. Rangloge sozusagen. Vermutlich könnte er Details erzählen. Sie reden von ihm, als ob er lebt. Er lebt, mein Fräulein. Tod ist kaum ein Gegenstand. Höchstens ein Staubsauger, der macht nur Krach. Aber sagen Sie, ist denn das auch eine Geldanlage? Gewiss. Ein Déjeuner-Service im Empire-Stil ist heute das beste Sparbuch. Generalvertreter stellen sich Madonnen auf die Musiktruhe. Atheisten beten Ikonen an. Vermutlich sind die Menschen heute so wenig fromm, dass sie sich zum Ausgleich dafür mit Heiligen umgeben. Ja, das ist gut möglich. Und was kostet er? 3.000 Mark. Nur 3.000?
Da sollen wir nicht lieber den Bodenseeheiligen nehmen? Aber dann müsste ich erst Vater fragen. Nein, ich nehme den Engel und dann kann ich Ihnen auch gleich einen Scheck ausfallen. Schade. Wie bitte? Sagten Sie eben schade? Ich meine schade, dass Sie ihn kaufen. So verlässt er mich nun also wieder. Trennen Sie sich denn immer so ungern von Ihren Sachen? Wenn Sie mir ans Herz gewachsen sind. Ach so, hier ist der Scheck. Vielen Dank. Und dürfte ich vielleicht auch noch um Ihre Adresse bitten? Meine Adresse? Aber Sie denken doch... Nein, ich bitte Sie. Nein, nein, nicht. Nur... Ach so, jetzt verstehe ich. Sie wollen ihn mal besuchen. Einmal nur, ob er sich auch wohlfühlt. Aber ja, kommen Sie nur. Und hier, da ist unsere neue Adresse. Haben Sie keine Angst. Er wird sich wohl bei uns fühlen. Oh, danke schön. Übrigens, Kompliment. Von allen Filialen, die wir hier geliefert haben, gefällt mir diese hier am besten. Mal so weit. Also dann, warte, du musst noch das Schichtenbuch unterschreiben. Ah ja, richtig. Sag mal, soll ich noch zum Werk mit dem Kasten? Ah, boah, das soll nicht nötig. Nimm dir ein Taxi, fahr nach Hause. In Ordnung. Gute Nacht, Hans. Nacht, Chef. Übrigens, keine Angst. Wieso Angst? Ab morgen wieder Sie und Herr Direktor. Nein, das ist doch klar, nicht? Also, tschüss, Hansen. Tschüss. Ach, halt, Ihren Smoking hätten Sie fast vergessen. Das hätte noch gefehlt. Aber das ist doch, das geht doch nicht. Was bin ich schuldig? Eine Mark. Das stimmt so. Danke sehr. Was ist los? Hans, Herr Direktor. Ah, Scharski, Sie sind das. Gratuliere. Sie sehen aber zünftig aus. Finden Sie, ich muss mich noch umziehen. Oh, glauben Sie, es gibt einen Muskelkater? Bestimmt. Da soll ich rein? Ja, Chef. Ja, spart einem aber auch nichts. Halt! Was wollen Sie hier? Nein, nein! Da sind wir nicht ganz bei Trost, wie? Hier ist nicht St. Pauli. Ja, das weiß ich ja. Los, los, verschwinden Sie aber, Dalli. Hier ist kein Bumslokal, sondern eine Feierlichkeit. Da will ich ja hin. Ach, in dem Aufzug? Ich glaube, bei Ihnen piept's. Wer sind Sie denn überhaupt? Ich bin der Gastgeber. Halt. Ja, so. Ida, du bist es. Hat die schon angefangen? Was heißt hier angefangen? Das Essen ist längst vorbei. Sag mal, soll das ein Witz sein? Hier findet kein Kostümfest statt, Vater. Nein. Ich lass mir heute von dir die Laune nicht verderben. Daddy, ja. Gut siehst du aus. Du, dicke Luft. Mhm. Ja, das habe ich mir gedacht. Brauche ich die da drin? Ja, du brauchst sie. Ist da noch was zu retten? Denke schon. Dann ziehe ich mich schnell um. Papi! Endlich darf die Dame, komm doch rein, die Wagen. Nein, nein. Ach, nein, nein. Nein, nein, lass nur zwei Minuten. Namen allerseits. Der Herr! Hallo, Maria. Nein, richtig, ich dachte, du bist tot. Siehst du, es kommt immer besser, als man denkt. Heinrich, du musst jetzt was sagen. Du musst dich irgendwie entschuldigen. Ja, richtig. Meine Damen und Herren, es tut mir leid, dass ich Sie habe warten lassen von heute Morgen 10 bis jetzt abends um 8. Und Sie haben auch wirklich das Recht, über mich ungehalten zu sein. Wenn ich Ihnen das nun erklären soll. Bei uns hieß es immer, die kleinsten Pflichten sind genauso ernst zu nehmen wie die großen.